Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo wir Richtung Ölverarbeitung am Forschen sind, damit wir schlussendlich den Klippensprengstoff bekommen, damit wir hier oben aufräumen können und einen sauberen Bus hinbekommen. Aber so wie es aussieht, haben wir hier etwas zu wenig Input. Das können wir wahrscheinlich mit ein paar zusätzlichen Förderern behelfen. Und dann brauchen wir dann irgendwann auch Öl. Und wenn wir auf unsere Karte schauen, haben wir da nirgends Öl. Und hier außenrum, die Verschmutzung ist schon ziemlich weit, was wir da sehen. Drum denke ich, vielleicht brauche ich auch ein paar Türme. Und etwas Munition. Denn dann können wir hier mal ein paar Türme aufstellen, sodass wir getrost die nähere Umgebung unserer Basis verlassen können und uns da mal umschauen. Und falls wir da in der Nähe Alien-Nester finden, dann sollten wir die dann vielleicht auch beseitigen. Nicht, dass wir von der Seite eine böse Überraschung erleben. Der hier ist alle. Und wenn ich die Strommasten hier so versetze, dann können wir vielleicht auch hier noch da brauchen wir wahrscheinlich noch etwas Strom dran. Und hier, das ist dann unser Ausgang, der noch hier rangeht. Gut, das sollte etwas mehr Erze geben für unsere Schmelzen, damit da hinten etwas mehr rauskommt. Und sobald hier, ich brauche dann auch noch etwas Munition, dafür brauche ich etwas Kohle. Da haben wir da unten noch eine kleine Kiste mit unserem Vorrat. Sobald der aufgebraucht ist, können wir dann auch das Band hier zur letzten Maschine verlängern. Brauche ich noch etwas Kupfer für Munition. Und dann heißt es einfach noch warten.
bis ich da dann effektiv soweit bin und loslaufen kann. Ich habe das erste Alien-Nest hier gefunden. Es liegt hier so im Südosten. Und ich denke, ich werde da mal eine Runde außenrum gehen. Hier mit dem Wald. Die hält unsere Verschmutzung ziemlich gut zurück. Aber da oben, da sieht es nicht besonders waldig aus. Drum einfach mal zum Sichergehen, dass das so auch funktioniert. Und die Vorgehensweise, wie ich das hier mache, ist ein paar Türme hier in meinem Rücken, die mich vor den Aliens beschützen. Und dann kann ich mich hier erstmal um den Wurm kümmern. Und das Problem hier ist, wenn die Türme zu nahe stehen, dann feuern die auf die Nester und Aliens können rauskommen und den Turm angreifen, was nicht so toll ist. Nehmen wir das mit, die Biomasse, all unsere Türme wieder einpacken und dann drehe ich mal die Runde. Da sind schon die nächsten Nester. Und da hat es ein paar mehr Würmer. Das könnte interessant werden. Ich habe meine Runde nicht ganz geschafft, denn ich bin etwas niedrig in Munition. Aber dank unserer Forschung können wir nun sogar bessere Munition bauen. Die braucht allerdings auch Stahl. Aber wenn es um unsere Sicherheit geht, dann können wir das machen. Und ich habe hier dann auch etwas mehr Forschung eingereiht. Momentan Kraftstoff, damit wir zum Auto kommen. Aber für Kraftstoff werden wir dann auch Öl brauchen. Und wenn wir schon mal hier sind, dann können wir hier vielleicht noch das eine oder andere einreihen, das auch nützlich sein könnte. Und ich glaube, die Forschung, die braucht jetzt auch ein bisschen länger. Aber das soll uns nicht weiter belästigen. Wenn wir jetzt hier einen Filter für Kohle machen, das hier drauflegen, können wir hier noch abbauen. Und da bekommen wir etwas Eisen raus. Aber wir können hier noch einen anschließen. Da bekommen wir dann auch noch Kupfer. Denn so wie es aussieht, produzieren wir immer noch zu wenig Kupfer. Und sobald wir die panzerbrechende Munition durchhaben, denke ich, mache ich hier oben weiter. Bisher erst zwei rohe Immersitfelder,
Die werden wir dann irgendwann mal brauchen. Und hier wartet das nächste Nest auf uns, das ich dann gleich mal angehen werde. Endlich haben wir unser Ölfeld gefunden und es war hier unten von einem Wurm bewacht. Und so wie es aussieht, hat es da noch einen zweiten. Und da haben wir auch ein Erzfeld für seltene Metalle. Das werden wir dann auch irgendwann mal brauchen. Aber dann mache ich doch erstmal die Runde fertig, sodass wir sicher sind, dass wir hier auch sicher sind, wenn wir hier unsere Ölförderung anschließen. Und da ist auch gleich nochmal ein Nest. Und die neue Munition, die hilft da einiges. Allerdings nicht unbedingt, wenn ich auf Steine schieße. Ich denke, da muss ich von einer anderen Richtung mich annähern. Die Runde ist gemacht. Gab da noch ein paar große Alien-Nester in dem Gebiet, aber nun sieht es soweit okay aus. Und ich denke, forschungsmäßig müssen wir vielleicht Richtung Radar gehen, sodass wir unser Gebiet besser abdecken können. Ich bin inzwischen wieder richtig niedrig mit Munition, darum stocke ich da noch etwas auf. Und dann müssen wir uns mal darum kümmern, was wir denn hier so noch brauchen für unsere Ölverarbeitung. Wir werden Pumpen brauchen, dafür brauchen wir etwas Stahl. Wir werden Röhren brauchen. Etwas Stahl und dann einiges an Eisen. Machen wir mal 10 Pumpen. Die Untergrundrohre, die sind ziemlich gut. Und dann werden wir Strom brauchen. Dafür brauchen wir ein paar große Strommasten. Und dann wahrscheinlich noch ein paar normale Rohre. Gut. Wie sieht das denn hier aus? Wir haben hier oben haben wir unser Rohölfeld. Ich denke, das können wir hier runterleiten und dann vielleicht hier oben, da können wir eine Ölverarbeitung hinstellen. Für Ölverarbeitung brauchen wir die Maschinen hier. Die brauchen von
von allem etwas und dann die Automatisationskerne. Und dann dauert das eine Weile, bis ich da durch bin mit dem Craften. Und in der Zwischenzeit können wir vielleicht mal schauen, bekommen wir da vielleicht mehr Erz raus auf irgendeine Art. Ja, vielleicht, wenn wir mehr Förderer hätten. Wir könnten auch die Produktivität erhöhen. Aber hier haben wir, das Band sieht nicht so leer aus, aber dadurch, dass wir hier ja auch für Stahl abzweigen, bleibt nur noch die Hälfte für Eisen übrig. Also erstmal abwarten, bis da fertig gecraftet ist. Ich habe den Strom schon mal hier nach oben gezogen und nun gilt es, hier etwas auszuholzen, damit wir sehen können, wo denn unsere Ölfelder liegen. Und bisher sehe ich erst das eine da. Ah, da drunter liegt ein zweites. Und das sind in etwa die Ausmaße, wo wir ausholzen müssen. Und wir müssen auch etwas forschen. Wenn wir Richtung Radar gehen wollen, dann brauchen wir Silizienverarbeitung. Denn wir brauchen die hier. Die blauen Technologiekarten. Und da können wir dann sogar Produktivität forschen. Aber was wir eigentlich wollen, ist das hier. Und das sollte die Forschung erstmal beschäftigen. Und ich bin auch beschäftigt hier mit Abholzen. Hier oben ist ausgeholzt und dann können wir ja mal uns dran machen, hier die Bohrtürme zu platzieren. Mit dem Ausgang so etwas in die Mitte. Und dann verbinden wir hier einfach mal mit normalem kleinen Strommasten. Und dann hier die Verbindung nach außen. Da fehlt uns noch was. Dann hier wie machen wir das? Den können wir so anschließen. Da unten haben wir einen.
machen wir das mal so. Hier etwas überirdisch. Ja, das sind alle. Und von hier gehen wir erstmal etwas rüber. Vielleicht bis hier. Und dann runter. Und das sollte uns in die Nähe bringen, wo wir unsere Ölverarbeitung hinhaben wollen. Ja, ich denke, die machen wir hier so in der Gegend. Das heißt, hier müssen wir mal ums Eck. Und dann habe ich zu wenig Untergrund-Pipes, weil zu wenig Eisen. Und Eisen scheint hier sowieso mangelbar zu sein, wenn ich mir die Bänder anschaue. Und dann haben wir hier 4 Ölraffinerien konnte ich mir leisten. Dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir hier so die Ölraffinerie und mit der ganzen Verfeinerung, die können wir dann in die andere Richtung und nach oben wachsen lassen. Dann werde ich auch ein paar normale brauchen. Und dann sind uns auch hier ein paar Bäume im Weg. So. Und weil wir später die ja umbauen auf die verbesserten Raffinerien, zumindest ein Teil, denn ich glaube, dieser Output 100 Öl, 45 Flüssiggas. Wenn wir hauptsächlich Flüssiggas benötigen, dann ist das vielleicht das bessere Verfahren. Dann machen wir hier mal einen Tank hin. Und dann so viele neue Sachen. Dann brauchen wir Chemiefabriken. Oh, jetzt fehlt es mir an Kupfer. Ja, mal was ganz Neues. Ich denke, dann müssen wir auch ein paar
machen wir 5 davon. Und dann bauen wir auch ein paar zusätzliche Förderer, sodass wir da den Erzabbau etwas beschleunigen können. Gut, ich holze hier noch etwas aus, bis die Labore, die Chemiefabriken gebaut sind. Und dann können wir schauen, wie wir die hier platzieren, damit wir unserem Klippensprengstoff näher kommen. So sieht das Setup aus. Wir produzieren Schwefel, den wir dann für Schwefelsäure und für Sprengstoff verwenden. Was uns hier effektiv noch fehlt, ist ein Wasseranschluss. Den müssen wir uns wahrscheinlich von da unten hochlegen. Und hier brauchen wir Kohle. Und weil es uns an Eisen mangelt, ist das Ganze die Fabrikation von den Untergrundröhren etwas langwierig. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Und da müssen wir schauen, dass wir da nicht dem Zeugs in die Quere kommen. Aber ich denke, das war's mal für heute. Ich schließe noch Wasser an und dann schauen wir, wo wir Kohle herbringen. Und dann können wir sehen, ob wir nächstes Mal Klippensprengstoff hinbekommen und wie es denn so weitergeht. Also bis dann und tschüss!